Freunde, Checkpoint Xander hier, schön, dass ihr wieder da seid. Wir klären heute mal die Frage, wie funktionieren eigentlich Portale und wie komme ich in den nächsten Levelabschnitt? Und zwar ist das eigentlich relativ simpel. Ihr müsst dazu erstmal eine Magierjagd beendet haben, also einen Magierboss getötet haben, das Herz entsprechend mitgenommen haben und dann könnt ihr ja hier oben lang gehen. Machen wir jetzt einfach mal. Ihr braucht natürlich den Greifhaken. Wie ihr den findet, gibt es bei mir in der Beschreibung auch, wo ihr die ersten Magierbosse findet, hier im ersten Abschnitt. Und dann müsst ihr einmal hier hoch. Und hier oben gibt es so einen schönen Baum. Mit dem müsst ihr einmal reden. Ich spreche die Sprache des Spiegelportals, sagt er hier. Und du wirst ihm nach Bol Gerard folgen. Und dann sagen wir, jo, das machen wir. Eine zufriedenstellende Antwort. Und ja, er gibt uns dann die Siegelportale, den Siegelrune und entsprechend die Runenzeichen für ein neues Gebiet. Und ja, das können wir dann machen. Dann können wir natürlich hier einfach wieder zurückgehen an unseren Standpunkt, an unseren Checkpoint. Grabstein oder wie man es auch immer nennen mag. So, was sprechen wir hier nochmal mit ihm? Da freut er sich, wenn wir einen verschlungen haben. Und dann gehen wir mal hier hin, gehen zurück zum Lager, reisen wir da zurück. Und das neue Siegelwort kann man jetzt hier entsprechend im Portal einlösen bzw. einreichen. Und dann können wir hier in das nächste Gebiet reisen. Gehen also einmal zum Portal. Und hier zu der jungen Dame. Spreche mal kurz mit ihr. Und hier platziere die Rune und suche dir neue Jagdgründe in Bol Gerard, Inquisitor. Und das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir gehen einmal hier hin. Und hier haben wir jetzt den neuen Ort freigeschaltet. Ja, können wir jetzt einfach hier reingehen, anklicken, Portal betreten und dann sind wir in einer neuen Welt in der Ödnisebene und können dann hier entsprechend natürlich weiterzocken. Gut, Freunde, so einfach funktionieren eigentlich die Portale. Wie gesagt, ihr müsst dazu erstmal so einen Baum finden, jemanden, der diese Siegelsprache spricht und euch das dann entsprechend das Siegelzeichen gibt, diese Rune, um das Portal dann zu erweitern. Und dafür müsst ihr dann entsprechend eine Magierjagd beenden. Und so bekommt ihr dann neue Runenwörter und auch neue Levelabschnitte. Gut, Freunde, das war es eigentlich schon an dieser Stelle. Ich will euch hier auch nicht zu viel spoilern, aber so funktioniert das. Ich danke euch fürs Zuschauen. Klickt gerne mal ein Däumchen hoch, hinterlasst ein Abo, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, adios und ciao, ciao.